Herr Dr. Langhafel, wie unterscheiden sich die neuen innovativen Unternehmen im Healthcare-Bereich von denen in anderen Sektoren? Es gibt eine ganze Reihe von neuen Gesundheits-IT-Firmen. Die meisten kommen eher in der ersten Generation, wenn man so möchte, aus dem Bereich Wellness, Prävention, Marketing im weitesten Sinn. Was es jetzt in einem zweiten Schritt sieht, dass man tiefer vertikal geht, stärker auch in Richtung Diagnostik, stärker vielleicht sogar in Richtung digitale Therapie. Was man mal grundsätzlich sagen kann, zumindest für Berlin und in Brandenburg haben wir das etwas genauer untersucht, der Anteil von Gesundheits-Startups am Gesamtteil von Startups ist immer noch relativ gering. Er liegt vielleicht bei 1 oder 2%. Obwohl, wie wir ja wissen, Gesundheit eine riesengroße Branche ist. Woran liegt das? Es liegt vor allen Dingen daran, dass natürlich viele Leute denken und sich sagen, das ist ein ganz komplexes System, ich weiß gar nicht genau, wie ich damit Geld verdienen kann, ich habe keine guten Zugänge, es gibt das Problem Datenschutz, ich suche mir lieber ein anderes Feld. Das sind sicherlich die, inhaltlich die wichtigen Punkte. Was könnte man tun, damit diese Rahmenbedingungen klarer werden, damit diese Unternehmen auch schon eine Unterstützung in den Anfängen ihrer Versuche, hier Lösungen zu schaffen, bekommen? Das ist genau das, was wir machen. Wir bieten sozusagen Smart Money an. Wir haben eine Befragung gemacht und haben mit dieser Health 2.0 Community hier mal gefragt, was braucht ihr eigentlich, ihr neuen, jungen Startups, Entwickler, Leute? Und was herauskam, war ganz klar, wir brauchen Smart Money. Es ist nicht nur Geld, dass man sagt, ich brauche eine super Idee, es steht alles und das Geld fehlt, sondern es fehlen genau ein tiefes Verständnis von Gesundheitssystemen. Wer bezahlt was wofür? Es fehlen Zugänge. Wie komme ich überhaupt dazu, einer TK oder einer AOK oder einem anderen Player etwas vorzustellen? Weil wen spreche ich denn an? Wie spreche ich denn an? Was ist der Mehrwert, den ich so mal jemand darstellen muss? Und natürlich auch das Thema Finanzierung. Wo und wie finde ich Geld? Man muss sagen, Frühphasenfinanzierung oder Pre-Seed-Finanzierung ist insgesamt in Deutschland sicherlich nicht einfach. Zu sagen, ich finde Geld, die allein auf die öffentlichen Förderstrukturen zu bauen, reicht sicherlich nicht aus. Aber wir arbeiten dort eben auch zum Teil als Angel-Investor, aber auch mit anderen VCs zusammen, um dann Geld auch für bestimmte Projekte zu finden. Das heißt, die Mitspieler, die hier eine Rolle haben bei den innovativen Technologien und den Startups, sind zum einen die Kostenträger, also die Krankenkassen. Zum anderen wohl aber auch die Patienten selbst. Sehen Sie auch eine Rolle für die Leistungserbringer im Hinblick auf Geschäftsmodelle? Absolut. Also wir pilotieren jetzt in Kürze ein Projekt, das wir ganz konkret auch mit Leistungserbringern machen. Auch Leistungserbringer haben eine Menge neue Themen. Wie gehen Sie mit diesen, nicht nur in der Telemedizin, mit digitaler Therapie, mit Verbesserungen von Aufnahmeprozessen, Informationsprozessen, wie gehen Sie damit um? Es trifft für alle Bereiche zu. Es reicht auch für den Bereich Pharma, das kennt man schon, also dieses Thema Beyond the Pill. Wir haben ein anderes Projekt, das nennen wir Beyond the Hip, also was ist sozusagen die digitale Komponente für Endoprothetik? Was ist da eigentlich das Spannende da dran? Also was würde passieren, wenn meine Hüfte mit mir sprechen würde? Das ist ein Arbeitstitel. Und genau dort geht es um einen anderen Bereich, nämlich um die Schnittstelle Medizintechnik, Medizinproduktegesetz und IT. Wie Sie sicher wissen, gibt es da ja eine gewisse auch Grauzone. Ab wann ist ein Stück Software wirklich Medizinprodukt und muss entsprechend zertifiziert werden? Spätestens dann, wenn es klar therapeutisch wirkt, sicherlich, aber es gibt eine gewisse Unklarheit. Und auch dort machen wir ein Projekt und hier zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, genau herauszufinden, was man da eigentlich machen muss, um eine kurzfristige Innovation zu ermöglichen. Heute eine Medizinproduktezertifizierung kann ja bis zu 10 Jahre dauern. Wenn Sie ein neues EKG jetzt erfinden, ein neues CT erfinden, dauert das sehr, sehr lange, bis Sie das erstmal in den Markt bringen dürfen. Und das kann natürlich für Software nicht sein. Wir können nicht 10 Jahre zertifizieren und wenn wir die Software dann noch verändert haben, müssen wir wieder von vorne anfangen. Da brauchen wir auch neue und andere Prozesse. Oder aber wir müssen wissen, Software darf genau das, um noch nicht Medizinprodukt zu sein. Auch das muss man Gründern sein. Oder sagt, pass auf, ihr seid sicher ein Medizinprodukt. Ihr müsst aber auch euch auch darauf vorbereiten. Das kann ja auch ein Vorteil sein. Medizinprodukt ist ja auch eine Markteintrittsbarriere. Es ist nicht nur ein sicheres und sinnvolles, teilweise
als sinnvolles Kriterium für Qualität in der medizinischen Behandlung, sondern vor allen Dingen auch ein Markteintrittsbewegung. Ich kann nicht einfach ein Blech verbiegen und sagen, das ist eine neue Hüfte, sondern da gehören sehr viele Qualitätskriterien dazu. Und so etwas braucht man sicherlich auch perspektivisch für Software.